Okay, Twitter ändert also seinen Algorithmus und die Timeline. Und alle so, wow, große Tara, Twitter wird sterben, ich werde Twitter verlassen, alles ganz schlimm. Aber was macht Twitter eigentlich? Twitter will die Timeline von chronologischer Sortierung ändern auf Sortierung nach Relevanz für den einzelnen User. Wie der Algorithmus funktioniert, wonach sie da gehen, keine Ahnung, aber so war die Ansage. Und das schon ab morgen oder kommende Woche auf jeden Fall. Wie schlimm das dann wirklich ist und wie schlimm es dann für den Einzelnen ist, keiner kann es sagen. Ich glaube, die meisten haben einfach nur Angst vor Veränderungen und ringen sich deswegen auf. Mir persönlich ist es eigentlich egal. Ich lese meine Twitter-Timeline so gut wie nie. Ich habe 610 Follower und ich folge 257 anderen Twitterern. Wenn ich mir die Tweets von 257 Leuten anschauen würde, wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt und hätte nichts anderes mehr zu tun. Von den 257 Leuten, denen ich da folge, interessieren mich die meisten nur sporadisch. Vielleicht 5 bis 10 Leute, die mich wirklich interessieren, wo ich wirklich jeden Tweet gerne sehen möchte. Ob die Tweets dann nochmal interessant für mich sind, ist eine andere Sache, aber ich möchte sie erstmal sehen. Und dann gibt es eine ganz tolle Sache, zumindest in der Twitter-App für iOS, in der Original-Twitter-App, die ich ausgesprochen gut finde. Ich habe alle anderen probiert, Tweetbot und wie sie alle heißen. Am Ende bin ich immer bei der App von Twitter direkt gelandet, weil die einen ganz großen Vorteil hat. Denn ich kann mich mit der Twitter-App über die Tweets von bestimmten Leuten benachrichtigen lassen. Also, wenn Jens einen Tweet absendet, bekomme ich eine Push-Nachricht auf meinem Telefon. Ich habe meine Twitter-Timeline also schon längst nach Relevanz sortiert. Und nicht die Tweets von Leuten sind relevant, sondern die Leute selbst sind relevant. Und deswegen lasse ich mich über die Tweets von den für mich relevanten Leuten benachrichtigen. Ganz einfach. Vielleicht ist der Algorithmus von Twitter richtig gut. Vielleicht sortiert er wirklich sehr gut aus, was relevant ist für mich und was nicht. Vielleicht fange ich dadurch wieder an, meine Timeline zu lesen. Und vielleicht sollte man wirklich erstmal abwarten und schauen. Dann kann man sich immer noch mal aufregen. Was Twitter machen sollte, vielleicht können sie es einstellen, dass jeder aussuchen kann, ob ich meine Timeline chronologisch sortiert haben möchte oder ob meine Timeline nach Relevanz sortiert ist. Das sind so meine Gedanken zu der Sache. Und solange die Twitter-App mich weiter mit Push-Nachrichten benachrichtigt, wenn jemand für mich relevant ist, einen Tweet absendet, ist für mich alles okay.